Liebe Freunde und Freundinnen von Ad Astra, willkommen zum energetischen Lagebericht ab Ostersonntag und die folgende Woche darauf bis zum Sonntag nach Ostern. Eine spannende, belebte und vor allen Dingen sehr beziehungsreiche Woche ab Ostersonntag liegt vor uns. Wie ich in meinem letzten Wochenvideo ja schon erzählt habe über den Ostersonntag, 4. April, gibt es da eine wirklich spannende Neuerung, nämlich der Merkur hat genau am Morgen des Ostersonntags das Zeichen Fische verlassen und das neue Zeichen Widder betreten. Und diese Widderkräfte werden die ganze Woche immer stärker werden. Ja, am Ostersonntag könnten also bereits Keime neuer Initiativen, neuer Pläne, neuer Unternehmungen aufblühen und vielleicht auch schon sichtbar werden. Wenn ihr Prozesse im Moment in eurem Leben habt, die so ein bisschen vor sich hingedümpelt sind, nicht so recht in Fahrt gekommen sind, wo es Unklarheiten oder Verwirrungen gab, dann dürfte sich jetzt in dieser Woche da einiges auflösen und einiges eben ziemlich an Fahrt gewinnen. Neuer Mut und durchaus auch Optimismus ist am Entstehen. Noch haben wir allerdings am Sonntag Steinbock-Mond, der das Ganze noch ein wenig bremst und eher in Richtung Vernunft und Sicherheit prägt, sodass die Widderkräfte also noch nicht so ganz durchschießen können. Am Montag, 5. April vormittags, haben wir bis etwa 11 Uhr die Konjunktion des Steinbock-Mondes mit Pluto in Steinbock. Hier gilt es nochmal intensiv zu prüfen, was denn losgelassen werden sollte im Moment. Ja, vielleicht was sogar sterben sollte in deinem Leben, symbolisch verstanden. Damit der frische Widderwind wirklich wehen kann. Falls eine kleinere oder auch größere Krise an diesem Montagvormittag eintritt, bewahre die Geduld. Nimm nicht gleich das Schlimmste an, aber lass intensive, vielleicht sogar heftige Gefühle zu. Und wenn sie dann wieder gegangen sind, könnte sich das Ganze schon bereinigt haben, denn am Mittag ist der Mond schon wieder über Pluto weitergelaufen. Also bleibe an diesem Vormittag flexibel. Steinbockmäßige Starrheiten wären jetzt sehr ungünstig. Ab Nachmittag 16 Uhr ungefähr geht ja der Mond bereits nach Wassermann. Also kommen an diesem Montag auf jeden Fall neue Ideen, neue Möglichkeiten, überraschende Wendungen und Veränderungen auf dich zu. Wieso dich dann am Vormittag, auch wenn es nicht ganz so rund läuft, dann zu sehr reinsteigern, wenn am Nachmittag alles bereits ganz anders sein könnte. Auf der Beziehungsebene ist nun wirklich viel möglich. Hohe Leidenschaft ist angesagt, denn ab diesem Montag formt sich im Laufe der Woche immer deutlicher das Sextil der Venus zu Mars. Das sind ja eben die beiden Beziehungsplaneten schlechthin, auch die Planeten des Flirts, der Erotik. Venus die Liebhaberin oder die Geliebte, Mars der Liebhaber. Am Vormittag, Montag vielleicht nicht zu sehr skorpionmäßig auf Gefühlspositionen beharren, eben wegen dieser Mond-Pluto-Konjunktion. Sich nicht verstricken in irgendwelchen Forderungen, die man an andere Menschen stellt.
Aber wie gesagt, Venus und Mars bewegen sich nun in ein blaues Talentdreieck zusammen mit Jupiter in Wassermann, verbinden sich Tag für Tag mehr. Bis zum Samstag wird das Ganze immer eindeutiger, immer intensiver. Neue Erlebnisräume für Kontakte, Austausch, Beziehungen öffnen sich in dieser Woche also relativ leicht. Diesbezügliche Türen öffnen sich wie von selbst. Du musst eigentlich nur noch eintreten. Venus in Widder, Feuer mit Mars in Zwillinge, Luft. Gut und harmonisch verbunden, eignet sich dafür natürlich bestens. Da ist sehr viel Neugier, Experimentierlust und Kontaktfreude in dieser Feuerluftkoppelung zu spüren. Venus und Mars vertragen sich also in den nächsten Tagen im Normalfall ziemlich gut. Das kann sich natürlich auch auf dein eigenes Innenleben beziehen, dass du deinen männlichen und weiblichen Anteil jetzt besonders gut zusammenbringen könntest. Und vielleicht besser kennenlernen, auch natürlich in der Spiegelung nach außen, indem du neue Menschen in dein Leben lässt. Dienstag und Mittwoch werden mit Wassermannmond beliebte, unruhige, experimentierfreudige Tage. Besonders am Mittwoch, 7. April, verbreiten die vier Widderplaneten Unruhe und Vorwärtsdrang. Mars in Zwillinge ist jetzt in exakter Position, in harmonischer Position in einem Sextil zur Venus, was wir ja schon besprochen haben. Also ist der Mittwoch tatsächlich ein richtiger, günstiger Tag zum Verlieben oder auch seine geliebten Personen mit neuen Impulsen überraschen. Wassermannmond hat sowas von möglichst wenig planen, möglichst offen sein für das Spontane und Plötzliche, das auf dich zukommt. Bis 14 Uhr hat der Mond, der Wassermannmond, am Mittwoch sogar eine Konjunktion zu Jupiter in Wassermann. Jetzt könnte es wirklich großteils erfreuliche Überraschungen oder sogar kosmische Geschenke geben. Du musst nur an diesem Tag und auch schon am Dienstag eine hohe Bereitschaft zu Flexibilität, Spontaneität oder sogar zu ein wenig verrückt erscheinenden Dingen haben. Mut zu Neuem, auch zu Fremdem, zu Außergewöhnlichem zahlt sich an diesen beiden Tagen und besonders am Mittwoch besonders aus. Sogar Quantensprünge wären möglich. Eigentlich sind die ja immer möglich, aber an diesem 7. April dürften sie besonders deutlich wahrnehmbar sein. Einfach direkter und leichter spürbar und schneller erhältlich im kosmischen Angebot. Donnerstag, 8. April. Nun ist deutlich mehr Innenschau und Spüren angesagt. Die Sprünge und vielleicht auch durchaus großteils positiven Erschütterungen des Mittwoch, ja, durchaus auch meistens freudiger, spannender Natur, müssen dennoch jetzt auch verdaut werden. Halte inne, nimm Tempo raus, dazu eignet sich der Mond in Fische. Und auch der Merkur, der Widder-Merkur, der in dieser Woche sehr viel verbalen Austausch einfordert, geht an diesem Donnerstag allmählich in Konjunktion zu Chiron. Das heißt, überspringe nun alte, verletzte Gefühle nicht, die eben gerade durch die starken Beziehungsthemen hochgekommen sein könnten, sondern schau sie nochmal an und lass sie dann schnell wieder ziehen, lass sie sozusagen wieder frei. Denn der Merkur
In Widder braucht eher impulsive, schnelle Wechsel auf der Gedankenebene oder auf der Gesprächsebene, weniger lange geistiges Wiederkäuen. Wiederkäuen würde ja eher zum Sternzeichen Stier passen und das ist im Moment wenig betont. Der Fischemond am Donnerstag und Freitag als einziger Wasserplanet hat es durchaus nicht leicht, Gehör zu finden. Verdrängungsprozesse sind an diesem Tag durchaus leicht möglich, aber wie immer natürlich ungünstig. Signale des Unverstandenseins von Kränkung oder Enttäuschung bitte unbedingt ernst nehmen und ansprechen. Mit Merkur in Widder steht dir ja diese Tage ein sehr direkter, mutiger Ausdrucks- und Aussprachekanal zur Verfügung, also nutze ihn möglichst auch. Die energetische Feuer-Wasser-Verbindung, durchaus auch noch mit Luft zusammengespannt, dieser beiden Tage Donnerstag und Freitag, begünstigt Dramatik und Kreativität. Hast du also schon länger vor dich der Öffentlichkeit auf spannende, fantasievolle oder auch auf herausfordernde Weise zu präsentieren? Hier hast du nun die Gelegenheit dafür. Besser wäre der Donnerstag dafür geeignet. Denn am Freitag verinnerlicht sich die Energie durch Fische-Mond-Konjunktion Neptun in Fische, welche das die ganze Woche präsente Quadrat des Mars in Zwilling zu Neptun in Fische ins Scheinwerferlicht bringt, damit eine hohe Empfindsamkeit, durchaus aber auch Reizbarkeit ins Feld hineinbringt. Falls du diesen Freitag für Streitgespräche, Diskussionen oder Talkshows nutzen wolltest, könntest du nun leicht angegriffen werden, ja sogar verbal richtig verletzt werden. Und dies bei Mars in Zwillinge vor allen Dingen auf der Verstandesebene, auf der Kopfebene. Hier geht's am ehesten stimmig weiter, wenn du verletzte Gefühle möglichst schnell und ehrlich artikulierst, nicht nach hinten verschiebst. Ansonsten gibt es da viele Gelegenheiten zu fruchtlosen und anstrengenden Streitgesprächen, die wenig Konstruktives haben dürften. Alle Freunde von Marshall Rosenbergs gewaltfreier Kommunikation sollten sich diesen Tag als ganz besonders spannenden Übungstag vornehmen. Ja, noch zum Wochenende, Samstag, Sonntag, das erste Wochenende nach Ostern. Die unterschwellig oder auch offen gereizte Lage entspannt sich nun wieder, denn der Mars ist durch das Quadrat mit Neptun durchgelaufen. Du könntest das übrigens in dieser Woche auch auf der Körperebene durch allergische Reaktionen oder eine Schwächung deines Immunsystems erlebt haben. Aber am Wochenende gibt es da wieder Kräftigung und Stärkung. Nachdem es ja im Laufe der Woche auch jede Menge Gelegenheiten für Beziehungsexperimente gegeben hatte, könnte die Mars-Neptun-Phase am Donnerstag und Freitag hier auch einige starke Verunsicherungen ausgelöst haben nach dem Motto, sie liebt mich nicht, er liebt mich nicht. Aber jetzt, Samstag und Sonntag, kehrt nun mehr Klarheit und vor allen Dingen mit Mond in Widder sehr viel Tatendrang ein. Die Lust auf Risiko ist geweckt. Durchaus auch auf Sport und abenteuerliche Unternehmungen. Das gerät am Wochenende ganz klar ins Blickfeld und wäre sehr passend. Der Mond ist nun bereits der fünfte Widderplanet und pusht an diesem Wochenende die vorantreibende, ja voraneilende Energie
und bereitet einen kraftvoll wilden Widder-Neumond vor, der allerdings erst am Montag, 12. April, am frühen Morgen gegen 4 Uhr eintreten wird. Dazu kannst du dir dann gerne das eigene Neumond-Widder-Video von mir anschauen, das die nächsten Tage irgendwann kommen wird. Der Sonntag kann auf jeden Fall mit einer Wettfahrt verglichen werden, die sich immer mehr energetisch steigert und zuspitzt. Ein Wochenende mit deutlich kumulierender Spannung. Am Samstag nach Mitternacht bis Sonntag am frühen Morgen gibt es da allerdings in dieser rasanten Fahrt eine Zäsur, eine Art Bruchstelle, wenn sich der Widdermond über den Widder Chiron bewegt. Sonntag früh dann auch noch auf Merkur in Widder trifft. Da kann man dann alles erzählen, abreden, ausdrücken, was durch die Chiron-Stellung hochgekommen sein könnte. Also eine Nacht mit eindrücklicher Erlebnismöglichkeit, die uns in alte Kindheitsmuster zurückbeamen könnte. Träume von hoher Wichtigkeit könnten in dieser Nacht stattfinden. Vorsicht allerdings vor Auseinandersetzungen oder riskanten Aktionen mitten in der Nacht. Die könnten leicht ein recht schmerzhaftes Ende nehmen. Besonders sehr verletzte Seelen könnten nun, sofern ihre Schattenseiten angekickt werden, recht gewaltsam werden. Da nun alte Wunden in der Projektion nach außen leicht an anderen abgelassen werden könnten. Und solche Menschen suchen sich dafür natürlich Sündenböcke oder Böckinnen. Bist du mit irgendeinem Menschen gerade in einem sehr schwierigen Prozess der Entfremdung oder Trennung, dann schütz dich an diesem Wochenende und in dieser Nacht ganz besonders, hol dir Hilfe und Beistand. Aber das wäre natürlich nur die negativste Ausprägung dieses Mond-Chiron-Widder-Übergangs, die dich ja keineswegs betreffen muss. Die positivste Ausprägung wäre ein großer Schwung und mutiges Voranschreiten, alte Ängste, Schmerzen und alte Verletzungsmuster jetzt zur Heilung zu bringen. Und so etwas könnte dann eben symbolisch im Traum aufscheinen. Also nimm die Zeichen und Botschaften dieser Nacht besonders ernst. Dafür ist einfach am Samstagabend oder auch noch am Sonntagmorgen das Tor weit offenstehend. Der Rest des 11. April, des Sonntags, lässt sich am besten mit Tatendrang und kraftvollen, spannenden Aktionen ausfüllen. Gib dabei immer wieder Acht auf deine Worte, denn Unüberlegtes ist bei einer Verbindung von Mond in Widder und Merkur in Widder leicht gesagt und dann natürlich schwer wieder gut zu machen. Nütze die Widderkräfte eher, um andere zu motivieren und ihnen oder dir selbst Schwung zu machen. Die Venus tritt nun ab Sonntag, Montag allmählich ins Quadrat zu Pluto, fordert also die nächsten Tage Selbstwert, Geld oder Beziehungsangelegenheiten auf sehr tiefer und gründlicher Ebene anzugehen. Hier eventuell Wandlungsprozesse oder Loslassprozesse einzuleiten. Nachdem dieser Aspekt aber Teil des Neumondes vom 12. April morgens ist, erfährst du mehr dazu im Neumond-Video. Ich danke dir fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Wünsche dir in dieser Woche nach Ostern kraftvoll mutiges, zugleich achtsames Vorankommen. Das wünsche ich dir und euch allen von Herzen. Tschüss, sagt Martin.
von Ad Astra. Bis vielleicht irgendwann wieder einmal.